Also ich bin gerade so auf 12 Jahre gekommen, deswegen bin ich drin in der Rente und mein letzter Rentenbescheid sagt mir, dass ich 164 Euro bekomme. So, hier, da kommen wir doch jetzt direkt hier an die Materie. Könnt ihr vielleicht mal sagen, wie ihr euer Geld aktuell anlegt? Ganz, ganz schlechter Moment gerade. Ganz schlechter Moment für diese Frage. Ja. Ist es Anlegen Anlegen oder wie es verteilt ist? Also, ich glaube, ja. Ich glaube, es ist Synonym, ja. 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 Na los, komm. Ja, also selbstgenutzte Immobilie, ne? Da steckt natürlich beträchtlicher Teil drin. Ansonsten, ja, so Core-Satellite-Strategie-mäßig, also viel Geld liegt in großen ETFs, allerdings mit dem Häkchen Nachhaltigkeit, da kann man immer drüber streiten, ob das wirklich nachhaltig ist oder sonstiges, aber das gute Gewissen sozusagen wollte ich mir da nicht nehmen lassen. Und dann Einzelwerte im Sinne von Spaßdepot, wobei der Spaß halt sich auch ja, in größeren Dimensionen doch abspielt. Und irgendwie, solange die Party läuft, macht es ja auch Spaß, ne, an der Stelle. Und dann noch jede Menge trockenes Pulver, also was schlecht verzinst, aber immerhin verzinst, da liegt mit 30 Tagen Zugriff, dass beim nächsten Crash ich ganz vorne bin und mich dann wundere, dass der erste Boden nicht der letzte war, so wie ich das bei verschiedenen Werten im letzten Jahr auch schon mir dachte, dass das doch gerade Schnäppchenkurse seien. Und danach ging es halt weiter runter. Also ich glaube, so ganz gut drittelmäßig gemixt das Ganze. Oder viertelmäßig. Ja, das ist so die Verteilung. Ist das eine echte Strategie? Nee. Ich mache 3-4 Mal im Jahr, machen wir, also nicht nur mein Geld, wir verheiratet, also es ist beides immer unsers. Also 4-mal im Jahr mache ich Inventur. Also wirklich aufschreiben, weil sich das halt auch auf verschiedene Konten und Depots und Sonstiges halt verteilt. Das ist ein bisschen kompliziert. Das könnte man einfacher haben, wenn man großes Vertrauen in eine einzelne Adresse hätte. Das ist jetzt unbedingt nicht gegeben. Aber 4-mal im Jahr hinsetzen und wirklich aufschreiben und gucken, was wo wie ist. Und da sind auch Erwartungswerte natürlich drin aus Rentenversicherungsgeschichten, beziehungsweise irgendwie Rürup-Sparplan, den ich laufen habe. Also da gibt es auch einen Erwartungswert für die goldenen Rentnerzeiten schon. Und da sagt der Rentenrechner dazu, dass das gedeckt ist. Okay, gut. soll ich mal, Jay, und du machst dann? Ja, okay, gut. Ich habe, Rente ist gut, ich nehm den Staffelstab auf. Ich habe tatsächlich es geschafft, 12 versicherungspflichtige Jahre zusammenzukratzen mit Bundeswehr und einer anerkannten Lehre als Elektromonteur in der DDR. Das habe ich mal gelernt. Und danach war ich Softeis-Verkäufer und das wurde auch noch anerkannt. Also ich bin gerade so auf 12 Jahre gekommen, deswegen bin ich drin in der Rente und mein letzter Rentenbescheid sagt mir, dass ich 164 Euro bekomme. Das ist schon mal ein
Part des Portfolios. Ja? Und aber Spaß beiseite. Ich muss das also alles ein bisschen anders machen oder eigentlich gar nicht so viel anders, Thomas. Ich war gerade sehr erstaunt, dass du das so managst, als müsste dein Leben davon abhängen. Weil ich bin auch... In einem gewissen Maße. Ja, das finde ich schon interessant. Das zeigt ja, dass wir eine ähnliche Sichtweise haben und auch ein bisschen... über die aktuelle Situation hinausdenken können und uns auch vorstellen können, was wäre, wenn. Und deswegen ist meine aktuell wichtigste Position Cash, auch wenn ich dort natürlich nichts gewinne, aber ich bin handlungsfähig durch eine Cash-Position. Die ist bei mir 40%, das sage ich hier ganz offen. Und das meiste davon ist in US-Dollar getauscht. Das ist vielleicht jetzt der Unterschied zu Leuten, die in Euro unterwegs sind. Ich traue dem Euro nicht so viel zu auf mittlere Sicht. Und ich denke, dass bei 1,25 so der Deckel drauf ist. Und deswegen verkaufe ich Euro gegen Dollar. Ist keine Handelsempfehlung, ja. Aber es ist meine Sache, es ist mein Portfolio. Und dann baue ich seit letztem Jahr Anleihen auf. Auch hier bin ich natürlich hoffnungslos im Minus. Jeder würde jetzt den Kopf schütteln und sagen, was ist das für eine Performance? Aber genau wie Herr Strelow das gerade sagt, ich versuche, über die nächste Etappe hinauszusehen. Und die österreichische Nationalökonomie, die Kollegen dieser Schule, würden das als Umwegdenken bezeichnen. Ich gehe also einen Umweg, um am Ende eine höhere Performance zu erreichen, als ich sie aktuell sofort bekommen würde. Ich bekomme sie lieber später und verzichte aktuell. Deswegen Anleihen, die im Minus sind, wie ich sagte. Diese Anleihen sind auch in US-Dollar notiert. Das tut auch nicht gut. Da habe ich Kurzfristanleihen. So bezeichne ich die ein- bis dreijährigen. Und dann habe ich die inflationsgesicherten, die Tipps. Da hat mir der Jay sehr geholfen damit. Die stehen wie eine Eins. Ja, also super Tipp. Da gibt es keine Verluste. Also kaum Währungsverluste auch. Es ist wirklich, wird sehr, sehr, sehr schön ausgeglichen. Und die 20-Jährigen, die natürlich sehr reagibel sind, die sehr nervös reagieren aktuell. Und bei denen bin ich auch schön satt hinten. Okay, aber ich verfolge einen bestimmten Plan und deswegen ist das in Ordnung. Da sind also 20% drin. Ansonsten sehr defensiv aufgestellt US-Immobilien in Form von REITs, hohe Dividendenzahler, sehr sichere Ausschüttungsquoten auch. Also die haben ihre Schulden auch gut in den Griff bekommen und die Ausschüttung sind von denen, die ich habe, im Depot relativ sicher. Ich habe auch ein paar europäische Immobilien in Form eines ETF. Ansonsten sehr wenig Aktien. Das Ganze deswegen, also eigentlich habe ich gar keine Aktien. Aktien sind in meinem Depot mal drin und dann verlassen sie das Depot. Warum? Weil ich Aktien über den Verkauf von Optionen hin und her handle. Das läuft dann auch in größeren Paketen ab. Wenn man bestimmte Optionen verkauft, dann werden Aktien eventuell eingebucht, dann sind die im Depot, dann kann man auch Dividenden kassieren von diesen Aktien, dann verkauft man andere Optionen und dann werden die unter Umständen wieder ausgebucht aus diesem Depot. Dieses ganze Geschäft mache ich jeden Monat und das sorgt letztendlich für meinen laufenden Cashflow. Diese vorher genannten Dinge sind unangetastet. Wobei ich noch dazu sagen muss, dass ich die Anleihen noch verstärken will. Ich möchte so auf einen Anteil von 30% kommen. Aktuell bin ich bei 20. Ich habe kein Gold und ich habe keine Rohstoffe. Warum? Weil ich keine Ahnung habe. Und weil ich bei den Rohstoffen denke, dass sie schon sehr, sehr gut gelaufen sind. Wenn man sich Palladium, Platin, Baumwolle, Kaffee und so weiter anguckt.
da habe ich jetzt nicht mehr so die Lust auf den aktuellen Holz. Ja. Im letzten Jahr bei $400 irgendwo rumgelatscht und jetzt bei 1600, glaube ich, oder $1400. Das Klafter oder wie man mittelalterlich sagen würde, keine Ahnung, wie das gemessen wird. Lumber heißt das auf Amerikanisch. Und ist alles unfassbar gestiegen, was wiederum mich auch dazu bewegt, an eine Inflation zu denken. Denn die beginnt meistens mit den Rohstoffen, die sich dann irgendwann auf fertige Endprodukte niederschlägt. Und deswegen auch die Tipps, und deswegen habe ich dich auch letzten Herbst dazu angefragt, Jay, und du hast mir da ausgeholfen und ich habe diesen ETF gefunden und vielen Dank dafür. Ne? Und jetzt darfst du. Hast ganz kurz noch, hast du Kryptos? Irgendwas Zeug? Nee. Gut, ich auch nicht, weil habe ich auch keine Ahnung von. Ja, also man sollte das handeln, wovon man Ahnung hat. Und der Unterschied zu dir, Thomas, besteht natürlich bei mir. Ich brauche einen monatlichen Cashflow und deswegen habe ich für mich den Optionshandel entdeckt. Dadurch, dass ich Optionen verkaufe, die eigentlich immer nur im Gewinn enden. Also ich kann in jedem Falle die Prämien behalten von den verkauften Optionen, die ich verkaufe. Weil ich lasse mir entweder die Aktien einbuchen oder ich lasse sie mir ausbuchen. Das heißt, die Option ist sowieso mein Gewinn, die ich verkauft habe, die Prämie davon. Und das ist mein Brot- und Buttergeschäft. Und deswegen komme ich auch nicht in Gefahr, weil jetzt wahrscheinlich Optionszuschauer sagen könnten, ja, aber der Scholz, der hat doch diese 20.000-Euro-Grenze eingebaut. Das stimmt. Derivate kannst du nur noch bis 20.000 Euro Verluste geltend machen pro Jahr. Und beim Optionshandel, beim abgesicherten Optionshandel, also wenn du Spreads handeln würdest, geht jetzt zu weit, nur mal, dass ich es erwähnt habe. Also wenn du wirklich das Konservativste machen würdest, was ein Optionshandel ermöglicht, dann machst du automatisch Verluste. Sogenannte Spreads. Man verkauft gegeneinander Positionen und sichert diese Positionen gegeneinander ab. Das heißt, was ich hier gewinne, ist hier im Verlust. Das heißt, ich mache immer Verluste. Und da sind die 20.000 natürlich der absolute Killer. Das heißt, die sicherste Variante der Spekulation ist durch diese 20.000-Euro-Begrenzung in Deutschland nicht mehr möglich. Es ist nicht mehr möglich, sicher Optionen zu handeln. Und deswegen meine Entscheidung, nur noch sogenannte gedeckte Optionen zu verkaufen. Und das ist das von mir beschriebene. Du verkaufst eine Option auf eine AT&T, bekommst die eingebucht. Eventuell, wenn du sie hast, verkaufst du eine andere Option, bekommst sie eventuell wieder ausgebucht. Und das Ganze gibt Prämien und das Ganze sorgt für Cashflow. Jetzt kommt der Jay. Ja, also das Fundament bilden eigentlich vier ETFs, also auch erstmal keine Anlageempfehlung, das ist alles nur, wie ich mit meiner begrenzten Vorstellungskraft von dieser Welt mir die Dinge so zusammengekauft habe. MSCI World, MSCI Emerging Markets, ein auf Gold und so einen breiten in Reiz. Dann, wenn Cash überbleibt, dann tue ich das auch ganz fleißig in Anleihen. Auch ETFs, deshalb war ich auch letztens so interessiert, als du von anderen ETFs gesprochen hast, dass ich erstmal habe ich einfach direkt mal gegenlaufen lassen, gegen meine Position da. Auch wie schon gesagt, immer gerne in Tipps. Dann, und jetzt kommen wir zur unprofessionellen Seite, denn ich bin lange überfällig, damit mein Portfolio zu rebalancen, weil ich habe schon Einzeltitel rumfliegen, die aufgrund also dieser enormen Haus im Technologiesektor halt dazu führen, dass ein wirklich unglaublich großer Teil. Das ist eine leichte Übertreibung, aber ein ordentlicher Batzen von dem, was ich besitze, befindet sich halt mittlerweile verteilt auf sehr wenig Aktien. Und von diesen sehr wenig Aktien ist eine explizit Tesla. Ich habe stellenweise also welche für 70 mal gekauft gehabt und dann habe ich für 140 nochmal welche nachgelegt. Dementsprechend ist, und ich weiß, aber das hatten wir ja auch schon hier in diesem Format. Ich müsste dringend mal ein paar Gewinne mitnehmen. Aber ich glaube auch wirklich, also die Idee dahinter, und sie sind verhältnismäßig stabil, aber ich werde bitter weinen. Gebt mir ein halbes Jahr dieses Format und ich werde hier irgendwann so sitzen. Ihr habt es mir doch gesagt. Aber halt wie schon gesagt, also ein gewisser Technologieüberhang. Habe
Tage auch tatsächlich, also von alle außer Tesla, also ich habe die Apples verkauft, Amazons verkauft, Googles verkauft, Facebooks, also nicht alle, aber halt anteilig. Und habe das jetzt auch als Cash rumfliegen, einfach nur für den Fall das, und auch wieder wie Herr Strelo angreifen, dass das trockene Pulver. Und hätte dann aber auch noch Krypto, also die großen, namhaften und dann aber halt quasi, also Coinbase, die wertvollen, Binance, die spekulativeren und inspiriert durch Dr. YOLO, den grüße ich hier, habe ich jetzt sogar noch über etwas, was sich Pancake Swap nennt und da merkt man schon, jetzt geht es richtig los, nochmal die ganz spektakulären gekauft und eine weitere Krypto-Trading-App jetzt auf dem Telefon. Aber spätestens, also bei dem hinteren, möchte ich dazu sagen, ich gehe nicht davon aus, dass ich das Geld, was ich dahin überwiesen habe, jemals wiedersehen werde. Das ist doch eine schöne Voraussetzung, finde ich, ja. Ja, das so, wie mein Geld aussieht. Ich würde sagen, ich werfe mal einmal kurz gucken, ob Fragen reingekommen sind. Jo. Okay, also hier, der hat angeschlagen. Jip, 1337, gesagt, gedeckt. Und was ist mit der nächsten Versteuerung? Tino, das ist eigentlich für dich. Wie gedeckt? Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass wir das außerhalb des Kontexts kommt das jetzt. Aber. Ja. Also meint er das mit diesen 20.000 Begrenzungen? Oder? Ja, wahrscheinlich, weil du sagtest, gedeckte Option. Ja, was das bedeutet. Okay, also du kannst gedeckte Optionen verkaufen oder ungedeckte. Was heißt das und was ist der Unterschied? Bei gedeckten Optionen hast du entweder das Geld auf dem Konto, um die Aktie zu bezahlen, wenn sie dir eingebucht wird. Ich versuche ein ganz kurzes Beispiel. AT&T. Ich verkaufe einen Put bei $30. Fällt die Aktie am Ende der Laufzeit dieses Puts unter $30, dann bekomme ich die eingebucht für $30. Dafür brauche ich, weil es immer mit dem Multiplikator 100 abläuft, $3.000. Die müsste ich also haben auf dem Konto, Cash, und dann ist das eine gedeckte Option. Ich kann das Ganze aber auch ungedeckt handeln. Das heißt, ich habe, sagen wir mal, $700 auf dem Konto und mache denselben Verkauf, bekomme ja immer für den Verkauf von Optionen auch Prämie und verkaufe wieder auf die AT&T diesen Put, $30. Ich habe aber die 3.000 gar nicht. In dem Moment bin ich ungedeckt. Ich bin naked, wie man das im Fachjargon nennt. Und das bedeutet natürlich, dass ich mich zum Ende der Laufzeit nicht andienen lassen kann. Ich kann nicht erlauben, dass mir diese Aktie eingebucht wird vom Broker, weil ich habe die Kohle ja gar nicht auf dem Konto. Ich wäre dann im Minus und würde eine Menge Strafzinsen zahlen oder es würde gar nicht passieren und ich müsste auch Strafe zahlen. Da muss ich diese Option vorher wieder zurückkaufen. Ich habe sie ja verkauft und jetzt muss ich sie kaufen, um den Trade zu schließen. Und dann ist das ein ungedeckter Trade. Ich hoffe, das war verständlich. Ein bisschen. Machen wir sicherlich irgendwann nochmal, so im praktischen Beispiel. Fand ich aber gut. Ich habe es kapiert. Und der Jay hat noch eine Frage. Ja, es ist nämlich, es ging gar nicht um Timos gedeckte oder ungedeckte Option. Die Steuer. Twist um die Rente von Herr Strelo. What? Ach so. Ah, okay. Eigentlich ging es um die Rente von Thomas. War sehr verwundert, die Rente als gedeckt anzusehen. Ja. Nee, klar, kann ich erklären. Also, man muss ja überlegen, wenn man in Rente geht, dann was bekommst du? Da gibt es ja irgendwie lustige Schreiben, die habe ich seit vielen, vielen Jahren gesammelt. Und der Wert, der da drin steht, der variiert irgendwie sehr stark. Und das liegt nicht an den Gehaltsschwankungen, sondern an den Fantasiezinsen oder Fantasierentensteigerungen, die die jeweilige Regierung in dieses Schreiben reingeschrieben hat. Also insofern ist das eine sehr schöne historische Geschichte. Aber du musst halt gucken, welche
welche Kaufkraft hat die Rente, die du dann irgendwann noch bekommst? Und da die Rente ja zunehmend dann auch noch besteuert wird, ist eben die Quizfrage, das Geld, was du heute als Netto aus deinem Angestelltenverhältnis bekommst, wie viel ist das eigentlich inflationshochgerechnet dann mit 67 bei mir? Und deckt die Rentenzahlung das ab? Oder wie groß ist eben die sogenannte Rentenlücke? Also sprich von dem, was ich heute als Netto habe, zu dem, was ich aus der Rentenkasse als Netto kriege. Und diese Lücke aufzufüllen, kann man natürlich mit Vermögen machen oder mit irgendwelchen anderen Produkten. Und die Lücke, die ist bei mir mehr als gedeckt. Also Stand heute habe ich mehr, als ich heute netto bekomme, hochgerechnet auf das Jahr 2039. Insofern sage ich, das ist gedeckt. Also sprich, die Altersarmut klopft bei mir nicht an der Türe im Moment. Ja, keine naked Forderung gegenüber der Rentenkasse. Ja. Herr Strelow ist nicht naked. Ja. Wollt ihr alle nicht sehen, nee.